Hello and welcome to the beginning of something very special. Today we will be beginning with the classes of the Labyrinth 23, the Magic of Emptiness Meditation. Wir beginnen heute mit dem Zauber der Leerheit der Meditation. Sorry, there was a loop here. My name is Francisco Miranda and I will be your host for today. Ich heiße Francisco Miranda und ich bin heute der Host und ich bin seit 2020 dabei und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann kontaktiert mich bitte. Wir haben eine der bekanntesten Meditationspraxis, die Austausch von dir selbst und anderen erreicht, die besondere Meditationspraxis, und lassen uns Geshe McElroach willkommen heißen. Hallo und willkommen zum Lamrim. Willkommen zum Lamrim. Ich dachte, wir gehen nochmal durch, wo wir sind, und möchte mich jetzt erstmal auch bedanken bei allen, die nach Diamond Mountain gekommen sind. Sehe, es sind viele alte Freunde dabei aus vielen Ländern, sogar ein Gitarrenspieler. Und ich möchte nochmal zurückschauen, wo wir gerade sind. Und ich glaube, wir haben im Dezember 2010 angefangen. Und es war uns damals schon klar, dass das ungefähr 10 Jahre dauern würde. Es geht auch noch ein bisschen langsamer, als wir gedacht haben. Wir haben 750, 760 Seiten, also umfasst das alles, und 90% davon haben wir jetzt geschafft. Mach ein bisschen langsamer. Und wir haben angefangen mit dem Teil über Shamatha und Vipassana, also mit dem Abschnitt über Meditation und darüber, wie man die Leerheit sieht. Rimbas heißt Meditationen. Das heißt, es sind Meditationen, die man Schritt für Schritt macht. Und da wir das jetzt schon seit 10 Jahren machen, also wir haben ja damals schon mit dem Abschnitt über Shamatha begonnen, das heißt, wie man sich darauf einrichtet, Leerheit zu sehen, wie man Leerheit sieht, also Vipassana. Und das sind die letzten zwei der 6 Perfektionen. Und dann sind wir wieder zurückgegangen zum Lamrim, zum Beispiel darüber, wie man einen Lehrer findet und so weiter. Und das heißt, wir werden bald wieder bei dem Punkt von Shamatha ankommen. Und mein Plan ist es, dass wir dann danach übergehen zum Lamrim Chenmo. Das ist zum Kapas Lamrim. Das ist ungefähr 1000 Seiten. Das ist ungefähr ein Viertel länger als dieses hier. Und die Hälfte davon ist über Meditation und Leerheit.
Und das ist eine der größten Präsentationen dieses Themas überhaupt in der Geschichte. Und das wird dann nochmal so ungefähr 6 Jahre dauern. Also werden wir ungefähr 2030 sowas von damit durch sein. Mein Lehrer hat das Lamrim ungefähr 25 Jahre lang unterrichtet und ich habe es von ihm 3-mal gehört. Und ich glaube, das ist eines der großartigsten Bücher, die ich jemals gelesen habe. Und es ist deshalb eine Freude, da nochmal durchzugehen. Und es ist auch nicht so, als wenn man dann irgendwann damit durch wäre und das war's dann. Denn jedes Mal, wenn er damit zu Ende war, dann hat er wieder von vorne begonnen. Es ist also nicht so, als wenn man ein Buch liest, sondern es ist mehr wie eine Erfahrung. Oh, da läuft gerade ein Kojote vorbei. Er versteckt sich. Also ein solches Buch ist eigentlich eine Erfahrung und man hat es nicht einfach irgendwann durch. Und die letzten 25 Jahre, die mein Lehrer es unterrichtet hat, da war es irgendwie sehr schön, immer wieder dazu zurückzugehen. Er hat also sehr viele verschiedene Themengebiete unterrichtet, aber es war sehr beruhigend, immer wieder zum Lamrim zurückzukommen. Man kann sein ganzes Leben lang immer wieder zurückgehen zum Lamrim. Und es ist schön. Oh, da ist er wieder. Das ist ein Fuchs, kein Kojote. It's not a cat. It's a fox, I think. Ich glaube, das ist ein Fuchs. It's a fox. Foxy lady. All right. By the way, they're very shy. It's very rare to see one like that. Must be a good sign. So where we are in the, we're at the point, and I this is maybe the most important part of the class, where he announces where we are. Dieser Punkt ist vielleicht der wichtigste, an dem er einfach sagt, wo wir jetzt sind. Ich lese das Original immer vor und erkläre das dann. It really does seem to be a divine language, and then of course Sanskrit. So we'll be studying both, okay? But I like heißt, to. Wir nehmen beides durch, Sanskrit und Tibetisch. Und in diesem Buch, das Tibetisch, was hier geschrieben steht, ist das beste tibetische Buch. Denn kurz nachdem das geschrieben wurde, ging Tibet verloren, also in dem Sinne, dass die Sprache von da an bergab ging. Und es gibt ältere Tibeter, die Tibetisch sprechen. Und
And this book is the last and greatest book ever written in Tibetan. And, und dieses Buch ist das Beste, was jemals auf die, also in Tibetisch geschrieben wurde. Und er sagt hier, wir studieren Bodhicitta. Und hier sagt er Kunsob. Was heißt das? Ja, 50 bucks, 50 bucks each, okay? Jeder 50. Okay. Und Rob. Und ihr müsst das Geld einfordern. Ich war mal in Japan und da ist nach dem Teaching ein älterer Herr zu mir gekommen und er sagte, Doc, du schuldest mir noch ungefähr 100 Dollar. Du warst vor 5 Jahren hier in Japan und ich bin nie bezahlt worden. Die Regel ist, dass ihr das Geld einfordern müsst. Also es ist nicht meine Schuld, wenn ihr das Geld nicht einfordert. Und am besten kurzfristig, ich weiß ja nicht, ob ich in 5 Jahren noch Geld habe. Okay. So why would he say we're going to study fake bodhicitta? Warum hat er gesagt, wir nehmen falsches Bodhicitta durch? Yeah, good. It's the perception of emptiness. Yeah, good. So too bad I didn't offer any money for that, Rebecca. Habe ich leider jetzt kein Geld für die Antwort geboten. Es ist irgendwie komisch. Also wir fangen jetzt erstmal mit dem falschen Bodhicitta an. Und dass der ganze Abschnitt auch darüber geht. Das heißt, es ist die ultimative Liebe für alle Wesen, aber nicht unbedingt das Verständnis der Leerheit. Und das, was wir das ultimative Bodhicitta nennen, das wäre dann die direkte Wahrnehmung der Leerheit. Und es gibt auch eine Debatte darüber, ob das die Liebe für alle Lebewesen beinhalten würde. Und so ein Körper sagt, man kann auch Leerheit direkt sehen ohne dieses Bodhicitta, ohne die Liebe für alle Lebewesen. Lojongwala, was heißt das? Ja. A good heart. Ja, okay, good. $50. Which you collect from. Ein gutes Herz. Lojongwala. Lojong. I just say it with a different accent, right? Lojongwala means if you want to train your mind, this is what. Lojongwala heißt wenn, also Lojong heißt ein gutes Herz oder dein Geist in ultimativer Liebe unterrichten. Also Lojong bedeutet immer, dass du deinen Geist in Bodhicitta trainierst. Also dass du Liebe oder Mitgefühl lernst und dass deinen Geist damit durchtrainst. Start gift 43. Look for gift 43. This is the 43rd retreat. Das ist jetzt der 43. Retreat. We're not there yet. Well, I think so. No, we're not. You don't have it. Wir suchen gerade noch eine Quelle. Habe ich aber erst heute Morgen dazugefügt. D-P-A-L-G.
G-Y-I-S-D-E. Okay. Okay, Sri Sena. Okay, so the outline here and the also, flow. Die Outline und der Fluss von dem, was wir hier machen, das solltet ihr kennen und auch in dieser Woche darüber meditieren. Also, ich gehe die mit euch durch, kurz. Und dann gibt es auch längere Sitzen mit Tim und seinem Team, wo es dann mehr in die Tiefe geht. Und ich gebe euch praktisch nur das Gerüst dessen, denn es sind ungefähr 5 verschiedene Themen, über die wir meditieren. Und in dieser Woche und vor allen Dingen hier in Diamond Mountain, und von hier aus sieht es ganz toll aus, der Fuchs vor der Stupa. Und es gibt jedenfalls 5 verschiedene Themen und es ist eine sehr schöne Abfolge. Und ihr könnt euch das aufschreiben oder sollt euch diese 5 merken. Das erste ist die Meditation, wo ich und die anderen Menschen um mich herum das gleiche Recht haben, das zu bekommen, was wir möchten. Ich und die Menschen um mich herum, alle anderen Menschen, haben das gleiche Recht auf Glück. Dakshen Nyamba. Ihr habt Dakshen Nyamje vielleicht schon mal gehört. Dak heißt ich. Shen heißt andere Menschen. Und Nyamje. Das sind eigentlich 2 Begriffe. Nyamba bedeutet verstehen, dass wir das gleiche Recht haben. Und Je bedeutet, dass du dich selbst mit anderen austauschst. Und das ist hier auch tiefer gehend, als wie es sich anhört. Also es ist nicht so, dass du dich einfach nur in jemand anderen reinversetzt. Das ist zwar auch gut, aber es ist etwas tiefgründiger. Es wird manchmal als Gleichmachen übersetzt. Es ist eine seltsame Übersetzung. Aber wir werden noch näher darauf eingehen, was es wirklich bedeutet. Und diejenigen, die DCI machen, kennen das vielleicht schon. Before you could ever get to the second part, bevor du jemals den zweiten Teil erreichen kannst, also Dakshen Nyamba bedeutet, zu einem tiefen meditativen Verständnis zu kommen, dass das Recht der anderen auf Glück genauso wichtig ist wie das deinige, dann Dakshen Jewa, dich selbst mit anderen auszutauschen, das erfordert dann einiges an Vorarbeit. Und das erste ist hier, dass das Recht der anderen auf Glück so genauso valide ist, genauso wichtig ist wie dein Recht. Und das zweite, verstehen, dass die großen Probleme, die in deinem Leben bestehen, dadurch, dass du dich als erstes mal um dich kümmerst, und auch die großen Tragödien, die passieren, weil du dich selber über andere stellst. Da gibt es einen ganzen Abschnitt darüber, wie das dein ganzes Leben durcheinander bringt.
jedes Mal, wenn du dich nur um dich kümmerst, dann ist es eine Katastrophe. Und diese Katastrophe, das ist also dieser zweite Schritt, also dich über andere zu stellen. Es geht vor allen Dingen darum, dass wir alle das gleiche Recht haben. Also wir wollen kein Märtyrer sein und sagen, wir kümmern uns jetzt nur um andere und nicht um uns selbst, sondern um andere und uns, so wie als ein Wesen. Es ist keine buddhistische Praxis, zu sagen, also ich bin jetzt unglücklich, bis es dir gut geht und ich kümmere mich nur um dich. Das ist, so ist es nicht. Also wir sollten alle gleichzeitig über die Zielgerade gehen. Und die zweite großartige Meditation hier ist, mein Glück über das der anderen zu stellen. Da ist der Punkt, dass das bis jetzt in deinem Leben einfach nicht geklappt hat. Ich bin jetzt 70 Jahre und es wäre vielleicht ganz gut, wenn ich an diesem Punkt irgendwie mal umdenken würde. Einige hier um mich herum sind noch sehr jung, aber an irgendeinem Punkt musst du einfach sagen, das funktioniert so nicht. Nicht nur um mich zu kümmern und die verzweifelten Bedürfnisse von anderen einfach zu ignorieren, das wird nie klappen. Es ist eine kaputte Art zu denken. Du kümmerst dich um dein eigenes Glück, aber du scheiterst. Das ist ein eingebautes Problem und kann nie funktionieren. Und vielleicht sagt ihr jetzt, also Geshe-la, ich kann mich wirklich jetzt nicht um alle kümmern. Ich muss mich erstmal um mich zuerst kümmern. Aber du kannst das. Das ist deine gesegnete, deine erleuchtete Fähigkeit. Jede Person, die das hier hört, hat die Kraft, sich um andere und sich selbst gleichzeitig zu kümmern. Nummer drei. Das dritte der fünf großen Themen ist das Gegenteil. Wenn du lernst, dich um die Bedürfnisse der anderen mit der gleichen Leidenschaft kümmerst, wie um deine eigenen, wie viele wundervolle Dinge werden dann passieren? Das ist das dritte große Thema, um Bodhicitta zu entwickeln? Nein, um dieses falsche Bodhicitta zu entwickeln. Warum? Weil das ultimative, das wirkliche Bodhicitta die direkte Wahrnehmung der Leerheit ist. Aber das kannst du nicht erreichen, wenn du dich nicht erst um andere kümmerst. Du kannst praktizieren und du kannst dich an diese Vorstellung gewöhnen, aber du kannst ihnen nicht wirklich helfen, wenn du noch nicht die Leerheit direkt gesehen hast. Du kannst Leuten was zu essen geben, aber dann werden sie wieder hungrig werden irgendwann. Wenn du Leute vor dem Krieg rettest, dann wird es vielleicht einen anderen Krieg geben. Und bis du nicht die Leerheit direkt gesehen hast, dann hast du nichts, was du wirklich anderen geben kannst. Aber das dritte ist,
Beispiele, dich an Beispiele zu erinnern von Menschen, die sich wirklich um andere gekümmert haben. Und wir hatten dieses Teaching in Kyoto. Und wir werden sowohl in Diamond Mountain als auch in Kyoto noch weitere Programme haben. Denn das ist zugänglich für Menschen, die in Asien wohnen. Für die ist es sehr schwierig, in die Vereinigten Staaten zu kommen. Ziemlich kompliziert mit Visa und so weiter. Und Kyoto ist dann einfach bequemer für die Leute, die dort wohnen. Und also wir werden hier sein für einige Retreats im Frühling und auch im Herbst für die Retreats. Ich habe übrigens mein ganzes Jahr da drumherum geplant. Es ist auch etwas wetterabhängig. Und wir haben in der Vergangenheit auch Retreats in Mexiko gemacht, denn Guadalajara ist, glaube ich, eine der Hauptstädte, also überhaupt der unter allen Hauptstädten der Welt, diejenige, die durchs ganze Jahr eine ziemlich konstante Temperatur hat. Und wir werden deshalb diesen Sommer auch in Guadalajara in Juli weitermachen. Irgendwie 5. bis 11. Das haben wir jeden Sommer so gemacht. Und Kyoto dann wahrscheinlich im Dezember. Also Lamrim wird wieder 4-mal pro Jahr stattfinden. Wenn ich nicht noch was anderes mache. Nagarjuna steht auch noch auf dem Plan. Ein Medicine Buddha Teaching kommt vielleicht auch noch im Herbst. Aber wir haben auch noch die Schritte 4 und 5 vor uns. Was ist 4? Die tatsächliche Praxis des Austausches von mir und anderen. Und da werden wir dann in 2 Tagen ungefähr sein und werden das lernen. Und das ist komplizierter, als es sich anhört. Es geht nicht nur darum, wie sich jemand anders fühlt, und Nummer 5. Dann bist du soweit, dass du Tongren praktizieren kannst. Also anderen Glück zu senden und ihr Leiden anzunehmen. Das heißt, du musst viel Arbeit da reinstecken. Im Kloster ist es so, dass die Kleinen mit 7, 8 schon mit Tongren Meditationen anfangen. Und wir kommen jetzt erst dahin. Ich wiederhole die 5 nochmal, denn das ist so das Rückgrat der Meditationen, die in dieser Woche stattfinden werden. Das erste in Gleichberechtigung, also das gleiche Recht auf Glück. Du hast nicht das Recht,
dass du dich erst um dein eigenes Glück kümmerst. Nummer zwei, denk an die ganzen Probleme, die daraus resultieren, dass du zuerst an dich gedacht hast und denkst. Es hat nie geklappt und wird es auch nicht. Also gib es einfach auf. Du kannst auch noch ein Jahr damit rumprobieren oder 10 Jahre. Aber irgendwann musst du dir darüber klar werden, dass die Priorität darauf zu setzen, was du möchtest und nicht auf das, was andere möchten, das muss nach hinten losgehen. Und ich habe keine Ahnung, wie lange ihr leben müsst, an welchem Punkt in eurem Leben euch das klar wird. Aber der Sinn des Lamrims ist, dass die älteren, schlaueren Leute den jüngeren, dümmeren Leuten sagen, was sie versuchen sollten. Und das ist genauso die Tradition, dass die jüngeren Leute nicht zuhören. Und das habe ich auch so gemacht. Aber du kannst es probieren, dich nur um dich zu kümmern, aber es funktioniert nicht. Du kannst auch noch 50 Jahre warten und dann drüber nachdenken. Oder du kannst den Grauhaarigen zuhören. Aber das ist Nummer zwei. Es funktioniert nicht, dass du dich nur um dich selbst kümmerst. Nummer drei. Es funktioniert besser, wenn du dich um andere kümmerst. Also versuch zu entdecken, wie viel Spaß es macht, dich um andere zu kümmern. Und probier es einfach. Und wie zufrieden das auch macht. Nummer vier. Das ist dann der tatsächliche Austausch von dir selbst und anderen. Dann bist du qualifiziert, diese Meditation zu lernen, die die ganzen 7-Jährigen schon machen. Das heißt, du musst sehr viel investieren und sehr viel kontemplieren, bevor du soweit bist. Und wir werden einige machen. Lass uns jetzt eine machen. Die Vietnamesen hatten ein Wort für mich. Das heißt wohl etwas wie Weise oder Grandpa. Wenn ihr in einer Gruppe meditiert, dann ist ein größerer Druck, ruhig zu sein, eine größere Verpflichtung. This week I'm gonna I want you to try on a new way to start a meditation, which is 100 breaths instead of 10. Ihr sollt jetzt diese Woche eine neue Meditation lernen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie konfuser werde, wenn ich älter werde, weil 10 Atemzüge funktionieren bei mir nicht mehr. Dann versucht
100 Atemzüge. Die Ausatmung zählt als die erste Hälfte und das Einatmen als die zweite.
Now I'd like you to think about some interaction you had with someone, probably yesterday. But denk jetzt bitte an einen Austausch mit jemandem, vielleicht gestern oder in den letzten Tagen. Und denk zurück an vielleicht eine halbe Stunde, die du mit jemand Bestimmten verbracht hast. And try to remember what it was that you were hoping to get out of that interaction. Like I erinnere dich jetzt daran, was wolltest du erreichen, was wolltest du aus diesem Austausch, aus diesem Gespräch herausziehen für dich. Ich habe in der letzten Zeit viel Zeit mit Veronika verbracht. Denn ihre Mutter hatte einen Schlaganfall. Und ich hatte im Hinterkopf, dass ich gerne an Zugangstext weiterarbeiten wollte, als ich mit ihr zusammen war. Und denk jetzt daran zurück, was wolltest du machen? Was waren deine Hintergedanken während dieses Austausches mit der einer bestimmten Person? And then what do you think the other person wanted to do during that time? Und was denkst du, was diese andere Person wollte während dieser Zeit, wenn man davon ausgeht, wie sie sich verhalten haben? Was war es, dass sie wirklich wollten? Was hatten sie im Sinn? Was hätten Sie in dieser Zeit gerne gemacht, in dieser Zeit, als ihr zusammen wart? Ich glaube, meine Frau war ganz darauf fokussiert, ganz, ganz konzentriert darauf, einer Mutter zu helfen. Und das war das, was sie im Sinn hatte.
And you could sacrifice what you wanted to do. And you could just do what the other person wanted to do. Du hättest das einfach opfern können, was du machen wolltest. Und nur das machen, was die andere Person im Sinn hatte. Aber du hattest auch wichtige Dinge, die du erledigen wolltest. Und sie hatten auch Dinge, die sie gerne machen wollten. Und Pung Sumba heißt, gibt es vielleicht eine dritte Alternative? Und Bodhisattvas denken immer daran, gibt es eine dritte Lösung? Ich weiß zwar, was meine Frau heute machen will, ich weiß, was ich heute machen möchte. Und gibt es vielleicht eine schlaue, kreative Möglichkeit, wie wir beide das machen können, was wir möchten, und auch zusammen sein können und trotzdem eine Interaktion miteinander haben und den Tag miteinander verbringen können? Wie können wir wirklich jeder individuell das bekommen, was wir möchten, und gleichzeitig eine dritte Möglichkeit schaffen für unsere Beziehung, für unsere Interaktion, bei der wir jeder, bei dem es uns besser geht, wenn wir das zusammen machen, verglichen damit, als wenn wir alleine unsere Sachen machen würden? Gibt es die Möglichkeit, an Zugangsübersetzung zu arbeiten und meiner Mutter zu helfen und den anderen Leuten, denen meine Frau hilft? Könnten wir diese Sachen beide machen? Wir haben beide das Recht, das zu machen, was wir möchten. Und gibt es eine ganz kreative Möglichkeit, wie wir uns gegenseitig helfen könnten, das zu tun, was der andere möchte, und dass das sogar noch besser ist, als wenn wir das jeder für sich oder auf Kosten des anderen machen würden? Und das ist der Weg eines Bodhisattvas. Sie opfern nicht das, was sie gern machen möchten. Sie machen auch nicht selbstsüchtig einfach nur das, was sie selbst wollen, sondern sie finden einen kreativen Weg, dass jeder gleichzeitig das bekommt, was er möchte. Also denk an deinen Austausch mit jemandem zurück und überleg, ob es da eine dritte Möglichkeit gegeben hätte, wie ihr das hättet umsetzen können, was jeder von euch wollte während dieses Tages. So what my wife and I did, was meine Frau und ich gemacht haben, wir haben morgens uns eine Zeit freigehalten
Und als wir in Kalifornien waren, haben wir das sehr genossen, am Meer spazieren zu gehen. Und wir haben dann ein Abkommen geschlossen. Vielleicht sammelt sie ihre Gedanken für den Tag. Oder sie überlegt sich, wie sie den Leuten helfen kann an dem Tag. Und während der Zeit konnte ich dann an Zugangsübersetzung arbeiten. Also sie ist allein spazieren gegangen und ich habe das in der Zeit gemacht. Und dann haben wir uns getroffen und sie hatte dann schon ein paar Sachen vorbereitet, was sie machen wollte an dem Tag. Und ich hatte auch meine Notizen, was ich vorhatte an dem Tag. Und wir haben das dann verglichen und überlegt, wie wir beide Sachen an dem Tag machen können. Und überleg mal, ob du das auch ähnlich hättest machen können mit dieser anderen Person. Das ist das, was mit super kreativen Kompromiss oder Mittelweg beschrieben wird. So, dass keiner irgendetwas opfern muss und dass die Ziele von beiden für den Tag erreicht werden. Dann öffne langsam die Augen. And then I think if you're like me, ich denke, wenn du bist so wie ich. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal nach Diamond Mountain kam. Ich hatte 80 Studenten in New York. Und wir kamen hier, den Diamantweg zusammenzulernen. Sie haben sich 7 Jahre in New York darauf vorbereitet und dann kamen wir hier nach Diamond Mountain, um den Diamantweg zu lernen. Nun sind es 200.000 Studenten auf der Welt. 200.000 Studenten. Es gibt ungefähr 50 Organisationen jetzt und 200.000 Studenten. Es hat sich entwickelt von 80 auf 200.000. Und ich darf den Fokus auch auf meine Zeiteinteilung richten. Und ich kann nicht alles das tun mit meiner Frau, was ich möchte. Ich versuche es, aber dort sind auch 200.000 Menschen. Ich habe viele Freunde in diesem Raum von den 80 Personentagen. Und ich werde Zeit mit ihm verbringen. Ich habe immer etwas Zeit, aber du kannst
200.000 Menschen nicht kombinieren, wie du 80 Personen kombiniert hast. Wir haben es kalkuliert, wie wir eine Unterrichtsstunde zu 200.000 Menschen geben könnten, und es würde über 60 Jahre dauern. Es geht nicht darum. Es geht um ein cleveres Zeitmanagement. Zeit ist ebenfalls leer. Zeit kann ebenfalls gestreckt werden oder gekürzt werden. Und das Licht, was vom Merkur zur Erde kommt, berührt die Sonne. Und das Licht, es sieht so aus, als würde der Merkur etwas langsamer werden, wenn er an der Sonne vorbei wandelt. Aber Zeit ist nur ein Kreis. Es ist eine Kurve. Es dauert länger, das Licht zu uns zu Erde kommen, wenn es an der Sonne vorbei gleiten darf. Wenn du mit einem Teleskop schaust, reist du in der Vergangenheit. Es ist eine Zeitreise, vor allen Dingen mit den modernen Teleskopen. Oh, du kannst in der Vergangenheit sein, du kannst direkt in der Vergangenheit. Und deshalb die Bodhisattva-Methode zu kombinieren, alle Menschen gleich zu kombinieren, hat etwas mit Leerheit von Zeit und Raum zu tun. Wir kreieren Zeit und wir können mehr Menschen dienen. Es gibt zwei Arten von Bodhicitta, sich gegenseitig zu helfen. Es ist unmöglich für mich, in einer normalen Zeit-Raum-Verhältnis zu tun, was zu tun ist. Es ist unmöglich zu kombinieren 200.000 Menschen miteinander, diese Woche und mit meiner Frau zusammen zu sein, wenn wir nicht mit Leerheit arbeiten. Also du brauchst ein Werkzeug. Also meiner Meinung nach, der Grund ist, warum er diese Diskussion gestartet hatte, über das Fake Bodhicitta. Er wollte hinterfragen, was das ultimative Bodhicitta ist, weil, denn du kannst nicht Menschen anders helfen, unzählbaren Wesen, so viele Wünsche. Du musst mit der Zeit umgehen. Du wirst besser darin. Zuerst der Wunsch, die Begierde muss da sein, zu helfen. Hunderte, tausende Menschen. Dieses Verlangen muss da sein. Und das ist, wenn du hungrig genug danach bist, hunderte von tausend Menschen zu dienen. Du wirst einen Weg dann finden. Denn der menschliche Geist, die Kapazität des menschlichen Geistes ist, und die Art und Weise und die Möglichkeit, wie du anderen dienen kannst, ist unbegrenzt. Du musst nur dorthin kommen. So. Okay. Ist das gut? Wir werden mehr darüber sprechen. Wir haben 10 Minuten für Fragen. Tim, ich gehe über die Frage an dich. Möchtest du das in diesem Raum machen oder in einem anderen Rahmen? Oder wähle Fragen. Wir fangen an hier mit der blauen Box. Und übrigens, die Fragen müssen nicht unbedingt themenbezogen sein. Du kannst jede Frage stellen. Und wenn du Fragen hast, im Chat, tu ihn in den Chat und sei nicht schüchtern. Wir versuchen, sie zu beantworten, vielleicht auch in den nächsten Klassen. Ich habe eine Frage, die sich auf dieses Training bezieht und auch zum DCI AL2.
Würdest du die Verbindung zwischen der Tonglen-Meditation und was ich denke, was die grundlegendste Idee vom des Levels 2, AL2 ist, dass ich das Gegenteil bin vom Gegenteil? Die Verbindung zwischen Tonglen-Meditation und der Idee vom AL2. Okay, das ist eine tiefe Frage. Nur als Hintergrund, DCA, Diamond Cutter Institute, welche hauptsächlich, wir haben ungefähr 15 Organisationen, jeder hat seine eigene Nische. Jeder versucht, Menschen in einer anderen Art und Weise zu dienen. Wir haben eine Universität, wo wir den MBA und den EMBA anbieten. Wir haben also ein Abschlusssystem, was jeder akzeptieren sollte. Also wir haben eine Universität aufgebaut in Kyoto in Japan und wir hatten unsere ersten Klassen. Circa 2 Wochen ist das her. Und es klappt wirklich gut. Es ist großartig. Und es gibt großartige Spenden. Und wir haben wirklich sehr viel Unterstützung in Bezug auf Geldspenden. Wir hatten die Studenten, es waren viele Studenten da in den ersten Klassen. Die Klassen waren sehr voll. Jede dieser Organisationen ist adressiert, ein bestimmtes Bedürfnis der unterschiedlichen Menschen zu bedienen. Die DCI versucht, die Bedürfnisse von normalen Menschen zu bedienen, die keine Buddhisten sind. DCI lehrt keine Religion, sondern es lernt, wie man erfolgreich ist zu Hause, in der Familie, wie man erfolgreich sein kann im Beruf, im Geschäft. Und letztes Jahr hatten wir 108.000 Menschen in den Kursen. Manche haben unterschiedliche Kurse gehört, aber insgesamt hatten wir 108.000 Studenten. Wir haben ein Ziel gemacht, 12 Kurse zu haben. Und jedes Jahr kreieren wir einen neuen Kurs. Dieses Jahr haben wir unter anderem den Kurs in Kalwan, wie wir Abhängigkeit überwinden, gelehrt. Und wir werden Level 7 lernen, wie wir lernen, die Diamantenwelt zu berühren. Also Leerheit direkt zu sehen. Oh, nun ist dort ein Hase, direkt geradeaus, mit den langen Ohren. Das Tier bewegt sich nicht, aber es hat diese großen Ohren. Eine besondere Art von Hase. Genau, das ist DCIs Ziel und wir haben die 12 Jahre beendet. Und die Menschen fragten, was machen wir jetzt? Was ich nun tue, ist 12 fortgeschrittene Level. Und wir haben das zweite fortgeschrittene Level letztes Jahr gelehrt zum ersten Mal. Und dieses zweite fortgeschrittene Level war sehr fokussiert auf, wie dein Geist Objekte kreiert und wie Anna genannt hat. Und einer der wichtigsten Aspekte hiervon ist, dass wir alles ausblenden, schwärzen, was das Objekt nicht ist. Wie wenn wir in einem Bahnhof wären. Ich war in einem Bahnhof in Deutschland mit Silvia Engelhardt und wir hatten ungefähr 5 Minuten, um den Zug zu bekommen. Und
wir waren dort mit all diesen Taschen und all diesen Menschen und ich sage, lass uns zum Zug und wir sagen, wir haben noch keine Tickets. Und sie sagte, dort ist eine Frau, sie wird sich mit uns treffen. Und ich sagte, so, es sind ungefähr 5000 Menschen. Und der Zug war kurz davor, den Bahnhof zu verlassen. Und ich fragte, welche Lady ist es? Und sie sagte, und es war ein natürlicher Prozess des Ausblenden. Zuerst, es ist eine Frau. Also habe ich alle Männer in dem Bahnhof ausgeblendet. Ich habe nur 1500 Frauen gesehen. Und sie ist groß. Dann habe ich alle kleinen Frauen ausgeblendet. Und dann fragte ich, hat sie einen Mantel an? Und dann waren es nur 600 Frauen. Und dann, welche Farbe hat der Mantel? Rot. Alle gelben und grünen und anderen Mäntel werden ausgeblendet. Und dann waren es nur 20 Frauen. Und dann, und wie sieht ihr Haar aus? Und eines Tages habe ich nach einer Frau geguckt. Im Lincoln Center. Das Einzige, was ich wusste, dass sie eine moderne Tänzerin war. Und ich habe sie gefunden. Das ist ein Prozess, der heißt, dass wir eliminieren. Und dein Geist tut das die ganze Zeit, wenn du zum Beispiel nach jemanden suchst. Und mein Geist tut es beispielsweise mit meiner Frau. Die einzige Art und Weise, wie ich meine Frau sehen kann, ist, dass ich alles cancel, was nicht meine Frau ist. Und das ist ein Fakt der menschlichen Wahrnehmung. Wir sehen Menschen beim Canceln, beim Ausblenden, bei den Dingen, die wir nicht sehen. Wie bei der Frau im Bahnhof. Also unser Geist kreiert Archetypen, indem wir canceln alles das, was es nicht ist. Du triffst Menschen und du nimmst andere Menschen wahr, indem du alles cancelst, indem du ausblendest, alles, was sie nicht sind. Also du musst canceln, alles, was sie nicht sind. Und das einzige Problem ist, du hast keine Zeit. Ich habe keine Zeit dafür, jede Frau in San Diego zu canceln, auszublenden, um meine Frau zu sehen. Also wir canceln Frauen in San Diego, sodass ich meine Frau sehe, wenn du das verstehst. Dann bist du sehr nah zur Leerheit, sehr, sehr nah zur Leerheit. Und wenn du daran arbeitest, an dieser Idee, was das fortgeschrittene Level vom DCI ist, du kannst die Leerheit deiner Frau sehen und du kannst und du bist mehr fähig, diese sehr innovativen Lösungen zu verstehen, zu erkennen. Beispielsweise, dass jeder das gleiche Recht hat, glücklich zu sein. Es ist nicht wahr, dass du sagen kannst, dass du nicht jeden glücklich machen kannst. Das ist nicht wahr. Wenn du verstehst, wie dein Geist Menschen kreierst, dann ist es möglich, alle glücklich zu machen zur gleichen Zeit. Und das ist ein Ziel. Und das ist das Bodhisattva-Ziel. Und du arbeitest mit der Wahrnehmung, indem du verstehst, wie Archetypen funktionieren. Und das ist eine tiefe Frage. Und das ist DCI Advanced Level 2.
Wir schreiben gerade das DCI Advanced Level 3. Es basiert auf wir kommen jetzt mit neuen Büchern heraus. Die Mixnuts haben ein Buch übersetzt für die Dauer von 6 Jahren. Wir haben ein sehr großes Buch von einem der großen Traditionen von vor über 2500 Jahren. Und es hat 6 Jahre gedauert. Und wir haben es geschafft, eben Bücher abzuschließen, und sie werden herauskommen. Und wir arbeiten am DCI Level 3. Und wir benutzen Ben Kremers Book. Und es geht um Glaubenssysteme, Systeme des Glaubens. Und Dan's Book hat ungefähr 600 Seiten, und das ist ein Beispiel. Über 101 asiatische Glaubenssysteme. Es ist wie ein Süßigkeitenladen von 101 Glaubenssystemen. Dass zum Beispiel, dass deine Eltern früher mit dir geschimpft haben. Und nebenbei, du hast das Recht, wenn du 16 oder ähnliches bist, du hast das Recht, dein eigenes Glaubenssystem zu wählen. Du musst nicht unbedingt dieses übernehmen, was das Glaubenssystem deiner Eltern übernommen haben, oder das, was das Glaubenssystem meines Vaters war. Im Highschool, es war die Aufgabe, dass wild geschossen werden sollte. Und ich sollte die Schule dafür eine Woche verlassen, um wild zu schießen. Und nun habe ich dieses Glaubenssystem für mich abgehakt. Und dieses Buch von Ben Craner hat 101 Optionen von neuen Glaubenssystemen. Und es ist extrem tief und extrem wunderschön. Und es beinhaltet erleuchtete körperliche und sinnliche Aktivitäten. 110 mentale Qualitäten, die entwickelt werden können. Ein neues Gesichtspunkt, der der wichtigste, der 101, der hat 110 unterschiedliche Arten, wie wir es tun können. Und das ist DCI Advanced Level 3. Wann kommt es raus? Im November. Zugang. Und im Advanced Level 4 im Jahr 2024. Und das wird Zugangs Buch sein. Und ich werde euch mehr davon erzählen, wenn wir mehr Zeit haben. Okay, wir haben eine Pause bis 16.45 Uhr. Und im Diamond Mountain hat Großvater einen grünen Smoothie oder Saft spendiert. Wir sehen uns um 16.45 Uhr.